Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Grounded, meine Lieben. Die letzte Folge war wieder sehr erfolgreich. Wir haben nichts hinbekommen, denn wir haben immer noch keinen Hammer Nummer 3 gemacht, Stufe 3. Wir haben einfach nur eine Keule gemacht, damit wir ein paar Viecher behauen können und das bringt uns momentan nicht weiter. Wir müssen immer noch herausfinden, was wir brauchen, um den Hammer 3 zu machen. Deswegen würde ich mal sagen, wir latschen wieder nach Hause. Ich bin ein bisschen traurig. Wir haben aber in der letzten Folge in den Kohlesack eine neue Waffe entdeckt. Dafür müssen wir uns aber auch noch ein bisschen leveln. Denn mein Auge juckt gerade. Ich hoffe, mich greift nichts an. Denn ich glaube, ich bin an dem Teil vorbeigeflogen. Ja, ich wurde fertig gemacht. Besser gesagt, die Viecher haben das Schwert fertig gemacht. Eigentlich wäre es schon cool, wenn noch eine zweite Person da ist. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Rückendeckung, die das Schwert verteidigen kann, wenn ich versuche, die Viecher zu töten. Beutelchen brauchen wir da nicht fragen. Wird sie eh nicht hinbekommen. Wartet mal, irgendwie juckt mir tierisch mein Ohr. Mein Auge, nicht mein Ohr. Habe ich hier irgendwo vielleicht... Nein, habe ich nicht. Ein... Ja, wie soll ich das sagen? Ein Häuschen in der Nähe. Ich glaube, die Viecher werden wir nie bekommen. Schade. Ach, wir sind beim Handschuh. Ich weiß nicht, ob ich da unten lang gehen will. Weiß ich nicht, ne? Ups. Erinnert mich dran fürs nächste Mal. Ich will erst mal nach Hause und ein paar Sachen anfangen zu schmieden. Vielleicht bekommen wir dadurch irgendwie einen Weg, wo ich hier rüberkomme. Irgendwie die Möglichkeit... Eigentlich hatte ich ja nichts drin. Eine Möglichkeit, ihr wisst schon. Mein Gott. Konzentration gleich null. Saft. Marienkäfer. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, Mann, der Tropfen ist ganz schön aktiv. Wir müssten auch mal die Brutmuttern. Nein. Wo ist denn? Location marked. Mann. Oh, ey. Was denn? Das hätte uns jetzt beinahe getötet, ne? Diese kleine Dreckspinne. Aber hey, jetzt haben wir wenigstens die Kellerasseln. Wenigstens... Ups.
Oh, ich kann schlafen. Wo kommt denn der Freund auf einmal her? Ist auch auf der Karte verzeichnet. Sehr schön. I've had worse, I guess. Feeling refreshed. Jetzt muss ich irgendwas Kleines Süßes finden, was ich mal kurz auf den Kreh schmeißen kann. Nein, das Vieh machen wir nicht. Ich hoffe, der Brummer ist nicht aggressiv. Ich habe ja noch Pilze, die kann ich auch vernaschen. Kleiner Augenblick. Ein Teil, was mich veräppelt. Alles klar. Gut, wir gehen in die Heimat. Ich muss meine Rüstung aufrüsten. Und wir werden eine Runde schmieden. Sehr viel schmieden. Wir müssen herausfinden, das ist uncool. Was wir mit den ganzen Steinen machen können. Vielleicht brauchen wir einfach nur ein paar Steine, die wir schmieden müssen. Ja. Nein. Gefunden? Oh Gottchen, die hat mich auch gefunden. Hi! Was für Schwein? Oh. Jetzt haben mich zwei gefunden. Hilfe! Hinter mir sind Brummer. Ich glaube, erste Hilfe haben wir eigentlich genügend, ne? Also zu Hause, jetzt nicht in den Taschen. Ist es noch als höher? Ich kann leider nicht höher gucken. Ist auf jeden Fall, glaube ich, hier irgendwo oben. Oben, genau. Ich glaube, ich brauche ein Trampolin. Bin ich das letzte Mal auch so? Also auf jeden Fall weiß ich, dass ich da Trampoline hatte.
Der Schuss braucht zu lange. Hast du Schwein, ey. Haha. Dummes Beutel. Da oben bist du doch nicht sicher, du Dumpfbacke. Mann, ich hätte so gerne... so gerne jetzt das irgendwie gemacht, dass wir weiterkommen. Aber nö. Natürlich haben wir dies nicht hinbekommen. Hallo? That tastes really good. Oh yeah. Oh. So, die Freunde sind... ich habe kein Essen mehr. Kochen wir den? Machen wir einfach mal. Fliegendürren. Hm. So, die Sportsfreunde möchte ich gerne mal hier haben. Habe ich irgendwas, was ich momentan... Nein. Mein Gott, das dauert. Danke. Sehr freundlich. Das werde ich auch gleich mal verbrauchen. So, Jungs und Mädels, lasst uns mal gucken. Das ist voll. Das ist auch definitiv voll. Mhm. Oh, hier. Das bekommst du noch. Ich hasse mein Leben. Warum? Warum passiert mir das eigentlich immer? So, bitte, bitte, bitte. Bloß jetzt nichts Falsches machen. Können die Anzeigen mal bitte weggehen? Die sind ein bisschen nervig. Aber nur ein bisschen. Guck mal. Die sollten wir vielleicht mitnehmen für das andere Vieh. Oh, wartet mal. Das müssen wir leider machen. Geht trotzdem. Reparieren. Yes. Reparieren. Yes. Reparieren. Yes. Reparieren. Ach Mann. Reparieren. Yes. Das ist erstmal das Wichtigste. Gut, ich habe nichts mehr. Hatte ich nicht irgendwo... okay. Da hinten. Schleifstein, Schleifstein. Schleifstein. Wir machen ein paar Schleifsteine. Ich wollte nur mal kurz was gucken. Robuster Schleifstein. Scheiße, ich alles brauche. Was? Gut. Mächtiger Klumpen. Würziger Klumpen. Können wir nicht machen. Was das auch immer ist. Und salziger. Dann müssten wir dann eigentlich herausfinden, wenn wir die gekraftet haben,
welcher Stein für was zuständig ist. Oder ich bin komplett verpeilt. Das könnte auch möglich sein. Ich müsste noch ein paar Truhen bauen, ne? Die packe ich mal vorsichtshalber ein. Irgendwie benutzen wir nie diese oberen Etagen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sind so voll, um nach oben zu laufen. Mächtiger Klumpen. Spröder. Also jetzt nicht Schröder, sondern... What? Was ist denn der Unterschied zwischen den und den? Das mal gemacht. Davon habe ich genügend. Hallo? Natürlich machen wir dann da mehr. Machen wir jetzt einfach mal. War schön, dass die Steine so ein bisschen gute... hätte sein können. Jetzt von Nutzen sind. Aufgewertet. So, was ist denn mit der Sportskanone hier? Fast fertig. Und alle nehmen. Gut, wir haben... Ja... Okay. Kann ich denn jetzt damit irgendwas machen? Nee, natürlich nicht. Mann. Ich weine ein bisschen. Schade, Leute. Schade, hier, guckt euch das an. Schmackofatz. Huselseil, oder was das auch immer sein soll. Ich gehe mal kurz... Oh. Ich gehe mal kurz rüber zu klein Bilbo. Und schaue mich da mal kurz um. Vielleicht können wir... irgendwas einschalten wieder bei ihm. Was uns vielleicht ein bisschen auf die Sprünge hilft. Und wenn, dann versuchen wir das in der nächsten Folge, das Katana-Schwert
zu bekommen. Weil darauf muss ich muss mich erstmal vorbereiten. Ich muss mir Smoothies machen. Ich habe so Schwein, dass ich gerade auf der Durchreise bin. Ganz vergessen. Oh. Rohstoffstapler, Pfeilstapler. Weiß ich jetzt nicht, was wichtig ist. Also. Gut, da haben wir nichts. Ritzeleien, Köder. Lockpfeile, nein. So einem leckeren. Aber. Was zum Henker ist das denn? Jeder Kreaturen Fressbombenrezept. Eine mit klebrigem Substanz überzogene Bombe haftet am. Ja, gut, das haftet dann eher an mir. Für die Flossentauchlaternen Verbesserung. Ha, hätte ich alles gebraucht. Federn, Kochbuch, Nebel, Cheddar. Cheddar, Leiter, Kochbuch, Heißsporn. Stoßschäden, Schäder. Okay, nein. Oh, ich habe nicht genügend Punkte. Zwar ist Essen zwar auch wichtig, aber nein. Aber nein, aber doch. Es wird schon wieder dunkel. Das bedeutet, die Fridolins kommen. Na, du kleines Ding. Wir haben noch kein Glühwürmchen getötet. Und werden es anscheinend auch nicht. Was machen denn jetzt die Marienkäfer hier? Heute. Hör auf. Sonst gibt's Haue. Oh Gottes Willen. Ich habe mich vor diesen Dings hier erschrocken. Also, was brauche ich jetzt, um mir den Hammer zu machen? Ich glaube, ich muss nur mal Onkel Google fragen. Ja, ich habe keine Ahnung. Hui. Hydration is the key to performance. Oh yeah. So, wo ist mein Smoothie-Macher? Thank you.
Öko? Hat einer mir empfohlen, aber das ist ja nur zum Atem holen. Das ist für... Schwimmgeschwindigkeit, Schleppkapazität, Gasschub. Ja, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen. Vielleicht das hier auch mal machen, aber da haben wir kein rohes Dings. Aber mit Muskel. Extra Fleisch, Gesundheitsbonus. Aber brauche ich etwas zum Atem holen? Eigentlich nicht, ne? Effekte halten länger an. Ich mach's einfach mal. Vielleicht die maximale Ausdauer beim Machen. Ich geh erstmal schlafen. So, ich... Oh, kann nicht bis 22 Uhr, ich bin müde. So, wartet mal. Ach, Quatsch, das kann ich machen, wenn die Folge vorbei ist. Wenn die Pause vorbei ist, wollte ich gerade sagen. Irgendwie wird es gerade wieder ein bisschen warm in meinem Zimmer. Ich muss jetzt aufpassen, weil Spinnis unterwegs sind. Du musst weiter vorhalten, mach ich doch. Mache ich die ganze Zeit, aber irgendwie halte ich es zu weit vor. Wie irgendjemand sagt jetzt was dazu. Ich guck mal, ob ich ins Bett gehen kann. Oh, ein Beute unterwegs. Ich bin müde. Meine Tastatur ist dran schuld. Ich schieße in Wahrheit viel besser. Viel, viel besser. Beute, Beute ist aber auch schnell unter... Da ist Beute, Beute. Weiter nach oben zielen, beim Berg hochschießen. Hüpf, hüpf. Nein, bitte einmal zu. Ach ja. Ich glaube, ich schaffe das nur mit... Getränken und mich irgendwie hochpushen. So, Sportsfreunde. Rezepte. Wollten wir Ausdauer? Hält länger, würde ich das machen? So, haben wir einmal das
und einmal das. Genau. Gut, ich gehe erstmal ins Bettchen. Ich glaube, das wird noch richtig lange dauern, bis wir vorbereitet sind. Na klar, jetzt habe ich Hunger. Feeling refreshed. Und natürlich habe ich alle meine Beutelchen irgendwie verschwendet. Aber zum Glück habe ich ja noch ein bisschen von den leckeren Beutelchen. Die bringen auch nicht besonders viel. Wir sollten anfangen, unser eigenes Essen zu kochen. Gut, aber meine Lieben, ich glaube, das werden wir alles in der nächsten Folge machen. Eigenes Essen kochen. Mehr Pfeile definitiv mitnehmen. Und mal gucken, was wir noch machen. Aber bis dahin, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.